Oh, C-Fix. Messer schon wieder stumpf. Mann, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wir zeigen euch heute in diesem Video, wie ihr Messer schärfen könnt. Viel Spaß beim Schauen. Willkommen bei Gipfelholz. Für einen Bayer gibt es nichts Schlimmeres wie ein stumpfes Messer in der Lederhosen. Deswegen zeigen wir euch heute, wie ihr dieses Messer einfach schärfen könnt. Das ist wirklich sau stumpf. Ich habe als Messerbauer ziemlich viel schon ausprobiert zum Schärfen, ob das jetzt da so Schleifsteine waren oder ein billiger Messerschärfer. Ohne Übung oder in dem Fall mangelnde Qualität funktioniert es nicht. Aber ich habe dann doch was gefunden. Das Lenski Deluxe. Das geht gut und genau das wollen wir euch im Video vorstellen, wie ihr damit haarscharfe Messer schärfen könnt. Wollen wir erst uns mal anschauen, was in diesem Schärfset drin ist. Ihr habt hier, das ist der Messerhalter. Dann habt ihr hier fünf verschiedene Schleifsteine von 70 bis 1000. Seht ihr hier unten. Dann sind sogenannte Führungsschienen hin. Die werden danach dann hier einbaut. Das zeigen wir aber noch. Und dann habt ihr noch ein Schärföl. Der erste Schritt bei diesem Werkzeug ist erstmal die Vorbereitung. Und zwar haben wir ja hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Schleifklötze. Wir müssen die jetzt so vorbereiten, dass wir diese Stangen hier, man legt den Schleifstein hier so hin, baut die Stange ein. Es ist dann total eben, es muss eben sein und das Ganze dann festschrauben. Und das Ganze werde ich jetzt machen. Und zwar brauchen wir die ersten zwei Schleifer, brauchen wir, wenn wir das Messer mit diesem System das erste Mal schleifen. Wenn wir es nachschleifen, reichen die nächsten drei hier. Das heißt dann, das ist 280, 600 und 1000. Die würden dann reichen. Aber dann baue ich das jetzt mal zusammen. Wenn wir die Stangen jetzt alle vorbereitet haben, kommen wir zu diesem komischen Winkel. Und zwar ist es jetzt so, am besten macht ihr da oben Klebebänder hin, dass das Messer auch geschützt wird. Und es gibt da eine Schraube und ein Ausgleichsrad. Und jetzt kommt, das müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen, da an der Schraube müsst ihr so weit aufdrehen, dass oben das Messer reinpasst. Das sollte circa in der Mitte sein. Dann spannst du das Messer praktisch da oben an der Spitze ein. Dass es parallel ist und dann spannt es unten. Jetzt schauen wir mal, ob es relativ passt. Ja, hier haben wir 90 Grad, jawohl, passt. Und dann sollte es so ausschauen, dass wir hier relativ einen gleichen Abstand haben. Das kann man mit der Schraube und mit diesem Rad hier einstellen. Und dann klemmt das Messer so fest und so haben wir das schon mal vorbereitet. Wenn das Messer dann eingespannt ist, dann könnt ihr hier schauen, da gibt es jetzt verschiedene Löcher mit verschiedener Grad. Zahlangabe. Für ein Jagdmesser empfiehlt sich ein 60-Grad-Winkel, also 2x30. Dann nehmen wir hier den 30er-Winkel. Dann könnt ihr hier die Stange einfädeln. Dann könnt ihr entweder den Halter so halten und abfahren. Genauso geht aber, dass ihr das Messer haltet und dann abfährt. Wir nehmen aber den Schraubstock, spannen es so ein, weil dann ist es am sichersten. Hilfreich ist beim ersten Schliff, wenn ihr eure Schneide mit dem Edding einfach anstreicht, weil dann seht ihr nachher, wo ihr schon geschliffen habt. Dann können wir zum Schärfen anfangen. Nimmt ihr den gröbsten Schleifstein, tut einen Tropfen Öl drauf. Reicht wirklich ein Tropfen. Dann verteilt ihr das. Das war ein großer Tropfen. Ja, dann geht es hier in die passende Markierung rein. Jetzt seht ihr, hier habt ihr ein bisschen Spiel. Dann mache ich dann immer so, dass ich mit dem Finger nach oben druck. Dann ist es einfach ein bisschen besser geführt. Und dann könnt ihr einfach anfangen, hier das abzufahren. Zählt immer mit, wie viele Durchgänge ihr macht, weil man soll links und rechts immer circa gleich viele Durchgänge machen.
Jetzt seht ihr schon, dass die Edding-Farbe weg ist vom Messer. Der erste Durchgang ist auch immer der längste Durchgang. Ihr müsst so lang schleifen, bis ihr, zeig es mal an, Thomas, unten auf der anderen Seite einen ganz leichten Grat habt. Erst dann könnt ihr das Messer umdrehen. Hier ist er jetzt schon da. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Da kommt er auch schon langsam. Genau, also wie gesagt, der erste Durchgang ist der längste. Dann machen wir weiter, bis der Grat da ist. Gut, jetzt hat der Thomas mal die erste Runde durch auf der einen Seite. Jetzt wird das einfach gedreht. Und zwar kann man das, die Vorrichtung, dann muss man das Messer nicht ausbauen, sondern dreht es einfach nur um und spannt es dann neu ein. Und jetzt geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Natürlich gibt es auch eine andere Option. Ihr könnt natürlich eure Messer auch schärfen lassen von dem Schärfedienst. Aber da muss man es einmal wegbringen. Und hiermit kann man das selber machen. Und die Resultate werden wir dann nachher uns ja mal anschauen. Jetzt haben wir die zweite Seite auch. Wichtig ist, wie gesagt, jetzt auch bei den folgenden Gängen, ihr müsst jetzt immer unten diesen Grat spüren. Ich habe jetzt hier überall die zweite Seite so geschliffen, dass der Grat unten ist. Dann drehen wir wieder die Halterung um und nehmen den nächsten Schärfstein, wieder einen Tropfen Öl drauf und dann so lang schleifen, bis dieser Grat, der jetzt oben ist, wieder auf der unteren Seite wird. Und der wird jetzt immer kleiner pro Stein. Man hört jetzt auch schon, dass das Geräusch anders ist wie beim vorigen Stein. Es wird immer feiner. Wichtig ist auch, also auch schon beim ersten Stein, dass sie eher den Druck in diese Richtung gibt, also nicht so runter, sondern eher in diese Richtung immer den Druck geben. Und da schleifen wir jetzt so lang, wie gesagt, bis der Grat auf der anderen Seite ist. Gut, jetzt ist der Grat da. Dann dreht es wieder um mit dem Stein. Weitermachen, bis der Grat wieder auf der anderen Seite ist, umdrehen und dann nimmt er den nächsten Stein. Und das macht er bis zum Ende. Mit dem zieht er es nur noch ab, das zeigen wir aber noch. So, mit dem letzten Stein, da wird jetzt gar nicht mehr richtig geschliffen, sondern da tut man eigentlich nur noch den Grat ein bisschen entfernen. Da fährt er 3-4 Mal einfach so der Länge nach drüber pro Seite und das war's dann. Ihr seht jetzt haben wir es mit dem Lenski fertig geschliffen. Ihr seht, dass es eine schöne, gleichmäßige Schneidphase gibt. Das ist wichtig, gerade, also wie gesagt, wenn ihr hochwertige Messer habt, wie ein teures Damastmesser oder so, da empfiehlt sich dieses Lenski-Schärfsystem wirklich. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber ihr kriegt es kinderleicht, eine gleichmäßige, scharfe Schneide hin, wo ihr auch bis zum Rasiermesser scharf schärfen kannst. Ob wir das jetzt heute hinbracht haben, das wollen wir gleich sehen. Bevor wir aber den Schärftest machen, holen wir jetzt noch ein bisschen was raus. Ich ziehe jetzt das Messer noch über den Leder ab. Zum Abziehen habe ich jetzt hier so eine Schleifpaste. Die verlinke ich euch unten, die ist jetzt nicht dabei. Da tut ihr einen Tropfen auf den Leder drauf, verteilt das dann alles, dann wird das so grau und lasst das trocknen. Das war's dann. Das könnt ihr dann hunderte Mal verwenden. Also wie gesagt, das reicht ein Leben lang. Und dann nehmt ihr das Messer, nehmt es irgendwie im Winkel, dass er ziemlich genau ist und zieht es einfach ein paar Mal drüber ab. Bevor wir jetzt zum Schärfetest kommen, nachher werden wir noch einen Thomas rasieren, bevor wir dazu kommen, uns würde ganz dringend mal interessieren, Leute, wie schärft ihr eure Messer? Bitte schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, jetzt probieren wir mal hier meinen Apfel zu schneiden, den ich vorher nicht durchbekommen habe. Ja, wunderbar, geht alles wieder, schönster Schnitt. Und jetzt die schlimmste Variante. Ja, wunderbar, mit einem Schnitt, alles komplett durch. Also das Messer ist wirklich komplett scharf. Und jetzt tue ich noch meinen Arm her. Dann kommst du mal mit deinem Arm her. Da seht ihr schon, Rasiermesser scharf. Und ich schaue aus wie ein Mädle. Du schaust aus wie ein Mädle, ja geil. Also ihr habt es gesehen, mit dem Lansky, da bekommt man rasiermesserscharfe Messer hin. Es geht auch noch ein bisschen mehr bestimmt. Aber es ist halt für Leute auch gedacht, die sich wirklich Zeit nehmen wollen zum Schärfen, die auch angeben wollen, dass man mit ihrem Messer rasieren kann auf der Bierbank. Genau. Sinnvoll muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Küchenmesser mache ich damit nicht, weil da muss schnell gehen. Da ziehe ich es einfach schnell durch den Schleifer durch und dann geht es weiter. Aber für meine Lederhosmesser nehme ich das Schärfset.
ganz geht, gern her. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schenkt uns ein Abo. Kommentare haben wir ja schon erwähnt. Und jetzt machen wir Feierabend und gehen auf Bierbank, oder? Hau ja, bin dabei. Also, Prost Leute, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.